So, wo ist denn der alte Sack? User joined your channel. Der kann mich nicht sehen. Ah, yeah. Oh, Opa, bist du das? Ja. Hörst du die Glocken läuten? Yeah. Ich glaube, das wird alt. Zeit für dein Alter, langsam unter die Erde zu kommen. Nein, komm, lass mal was starten. Warte. Hör mal! Oh, jetzt reicht's aber, ja. Ich will dich nicht heiraten. Hallo, Opa. Ey, hast du Dreckskarre gesagt? In deinem Alter war das das beste Auto, was man sich leisten konnte, und Schleuder. Kannst du nicht eine vernünftige Karre holen? Ey, Opa, wenn du jetzt anfängst hier mit Lamborghini, Ferrari oder sonst irgendwas. Na gut, du holst jetzt bestimmt die ganzen Modelle raus vom Autohaus. Nee. Nee, da kann ich nicht mit dir fahren, so kann ich mich nicht zeigen lassen. Hallo, Pozinur. Darf ich mir den aussuchen? Okay, pass auf. Ja, komm, mach mit dem mal. Den bin ich noch nicht gefahren. Nee, ist nicht dein Ernst. Ist da das Lenkrad? Ja. Das ist Linkslenker. Fahr ich jetzt rückwärts, ne? Jetzt rückwärts eingestiegen. Nein, mein Scherz, nein. So, gut. Oh, Alter, die Glocken, die gehen ja echt ein. Nee. Hörst du den Wagen? Der hört sich an, als wenn eine Kalri wieder runterfliegt. Opa, nicht so viel lachen, sonst sind die Zähne irgendwann im Bauch. Ja. Ich setz mich hinten rein. Was? Komm, ich hab den Anzug an. Sehr gut. Bekomme ich auch einen Schlüssel? So. Wie möchten Sie genannt werden? Opa, wo bist du? Zeig dich. Ich bin ganz hinten. Ach, da. Scheiße. Boah, der Sound ist ja immer schon. Du hast einen Zuschauer mit dir im Stream. Hallo. Bist du das? Nein. Bin ich nicht. So, gut, dann checken wir jetzt mal die Lage ab. Opa, wo wollen wir hin? Du bist der König. Ja, wo geht's hin? Ich hab gedacht, wir wollen was fahren. Das stimmt, guck mal, so alt sind wir schon. Komm, dann müssen wir einen LKW rausholen. Hast du einen LKW? Ja, natürlich habe ich einen LKW. Boah, ey, das Ding fliegt ja gleich weg. Boah, ey, was hast du denn hier drin? Das ist ein Motor aus dem Jet. Wahnsinn. Kriegst du keine Luft mehr? Na gut. Ich kann nicht einsteigen. Hallo. Warum? Du hast ein Herz bekommen. Danke. Danke fürs Herz. Opa, ich habe ein Herz bekommen. Hast du recht? Ich hab's gesehen. Ja. So gut. Gehen die Blinker und sowas hier? Nee. Aber die Karre ist auch so laut.
Sag mal, was hast du für LKWs? Der LKW ist gut, das ist der LKW. Hier kommt der Peter, holt mal was raus. Hast du hässlich gesagt? Geh mal weg, sonst muss ich dich überfahren. Das Einzige, was hässlich ist, sind die Bremsen. Ich komme auf die Gänse nicht klar. Ach du Scheiße. Boah, der hat mal eine hässliche Farbe, ja. Opa, bist du sowas schon mal gefahren? Ich glaube, das möchte ich auch gar nicht. Oh. Sehr gut. Sag mal, lachst du mich gerade aus? So, gut. So, dann können wir jetzt mal. Was wollen wir denn? Wohin wir denn? Farmen. Weiß ich nicht. Marihuana, Kokain. Was ist mit dem Hänger los? Bitte? Was denn? Guck dir mal den Hänger an. Wieso, der ist doch dran, alles gut. Der Hänger wohnt vorne in der Fahrerkabine. Ich glaube ja, dass deine Verbindung scheiße ist. So, komm, sing mal Can't Be Rose oder so. Kannst du mal ein bisschen singen? Jetzt mal ohne Mist. Ja. Halt mal an. Ja, warte, ich bremse schon, ne? Kann ein bisschen dauern. So. Lass mich mal fahren. Mal gucken, ob das dann bei dir auch so ist. Ich sehe schon die Hecke fliegen. Ja, bei dir wackelt der wirklich ein bisschen. Bei mir nicht. Ich jetzt bremse, ist der bei uns vorne im Führerhaus. Ja, bremse mal, sieht bestimmt geil aus. Ja, fahr du wieder. Das. Was war das? Was war denn das? Hast du kaputt gemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Doch, du bist immer schuld. Mach nix, hör auf. Nee, ich mach das Ding da hoch. Ich hänge im LKW. Ich muss doch andocken. Was machst du denn? Sieh mich. Freu dich. Ja, gut, ich glaube, wir hätten den MAN mitnehmen sollen.
Oh, der tut mir leid. Na, in deinem Alter kann das schon mal passieren, ne? Ja, nicht, dass das Ding wegfliegt, der schlägt mich. Ich kann es ja ruhig. Du bist ein bisschen älter. Ich wohne ein bisschen Leben. Weißt du, wie viel Kohle ich auf dem Konto habe? Das will ich nicht wissen, sonst kriegst du das Kotzen. In Millionen. Ich hab 10 Millionen auf dem Konto und wir gehen fahren. Ja, auf dem Konto, aber nicht auf dahin. Oh Mann, Opa. Ja. Ist doch vollkommen dasselbe. Nee, so, wir fahren zurück, wir wollen MAN. Das Ding, ich glaube, das lassen wir sonst nachher irgendwo stehen. Was lachst du schon wieder? Ist das schon wieder bei uns durchs Führer rausgegangen? Guck mal, ein Remix schreibt Guten Morgen, Ingo. Und ein Christian schreibt auch Hallo. Moin! Opa, ich glaube, ich brauche jetzt gar nicht mehr drauf gucken. Du kannst mir ja mal sagen, wenn jemand geschrieben hat, ja? Ja, mach ich. Das ist sehr nett von dir, du Hirsch. Christian hat gefolgt. Dankeschön für dein Follower. Alright! Oh, ich folge dir auch. Ne? Wohin? Du bist ja schon bei mir im LKW. Habe ich dir eigentlich schon gezeigt, wo dein Platz ist auf dem Friedhof? Oh, brems. Alright! Dankeschön für den Follower. So. Jetzt, pass auf, wir holen jetzt einen MAN raus, ja? Mach mal. Und dann fahren wir kurz zum Friedhof. Dann zeige ich dir kurz mal deinen Platz, wo schon ein Freund von dir liegt. Habe ich auch ganz gern gehabt, aber der wollte nicht so lange durchhalten. Alright! Wer liegt denn da? Bitte? Wer da liegt? Harpe Kerkeling. Kennst du den? Nein. Nisch. Ach, guck mal, Putzi folgt dir auch. Dankeschön für deinen Follower. Guck mal, jetzt bin ich abgelenkt. So, hör mal. Lass mich schon raus hier. Was ist denn mit dir los? Mit mir? Einmal mit Profis, einmal. Ich bin um die gerade Kurve gefahren. Opa, denk ans Essen und Trinken, du weißt ja.